Hallo liebe App-Gefahr-Nutzer, wir möchten euch Activity Original in einem kurzen Video vorstellen. Hier gab es vor kurzem ein Update für die iPad-Version und zusätzlich eine neue Remote-App, die war auch bitter nötig, denn ab sofort kann man ja mit einem iPhone das iPad steuern bzw. dort die Karten sehen und auch nur persönlich sehen. Wir haben uns einfach mal hier in ein neues Spiel verbunden und möchten jetzt hier erstmal die Verbindung herstellen. Dazu klickt man hier jeweils auf das Wi-Fi-Symbol, kann hier Verbinden drücken an beiden Geräten und dann sollte das eigentlich ruckzuck gehen. Genauso ist es nämlich auch. Entweder man nimmt dafür eine Wi-Fi-Verbindung oder die Bluetooth-Verbindung von iPhone und iPad. Wir sind jetzt hier über das WLAN verbunden und wie man sieht hier oben, das blaue Team ist an der Reihe. Wenn man sich das hier einmal kurz auf dem iPhone ansieht, sieht man hier erstmal nicht viel. Allerdings muss man jetzt eines Mal eine Karte ziehen. Wenn wir zum Beispiel einfach mal eine 3 nehmen, dann wischt die hier direkt einmal rüber und landet auf dem iPhone. Und das blaue Team bzw. ein Mitspieler des blauen Teams kann jetzt die Karte persönlich vor sich umdrehen, so dass das niemand anderes sieht. Und sieht jetzt hier, wir müssen eine Flutwelle pantomimisch darstellen. Ja, das sollte man natürlich machen. Dazu startet man dann einfach hier durch einen Klick die Zeituhr. Die Zeit kann man übrigens auch einstellen in den Einstellungen. Und ja, jetzt macht der Mensch, der Teamplayer halt seine Pantomime. Und wenn das erraten wurde, richtig erraten wurde, drückt man einfach hier drauf. Dann stoppt die Zeit und man kann halt sagen, ja, es wurde erledigt oder nein, es wurde halt nicht erledigt. Wie man sieht, ändert sich jetzt das Team auf dem iPhone. Jetzt ist nämlich das gelbe Team an der Reihe. Und ja, da ist blöderweise nochmal Pantomime. Wir nehmen einfach mal hier eine 5 und sehen jetzt hier auch die 5 wieder hier rüber kommen und müssen jetzt eine Hühnerbrust pantomimisch darstellen. Ja, auch das macht man dann wieder mit einem Klick hier drauf, noch einem Klick. Dann kann man sagen, ja, wurde erledigt. Und weiter geht's wieder mit dem blauen Team. Und diesmal können wir hier was zeichnen. Wir nehmen mal eine 3, das ist nicht so schwer. Und sehen, wir müssen einen Campingplatz malen. Ja, man startet auch in dem Zeichenmodus einfach durch einen Klick hier auf die Zeituhr und kann dann hier irgendwas hinmalen, seine Zelte mit Heringe, was weiß ich. Und dann halt vielleicht noch ein, weil da mehrere Zelten, hier vielleicht noch eine Wiese darunter. Wie man sieht, kann man hier einfach ganz einfach zeichnen. Man hat natürlich keine Farben zur Verfügung, das hat man aber normalerweise auch nicht. Kann hier noch radieren. Oder kann auch das Ganze komplett löschen, wenn man hier auf die Tonne klickt. Wenn man fertig gezeichnet hat, beziehungsweise wenn es erraten wurde, klickt man ebenfalls hier drauf und kann dann sagen, ja, das wurde richtig erledigt oder nein, eben nicht. Wir können das hier noch teilen oder auch sogar auch in der Fotobibliothek abspeichern. Das ist natürlich Geschmackssache oder falls man das möchte, kann man es natürlich tun. Wir sagen mal nein, dann bewegen wir uns natürlich nicht weiter. Und das gelbe Team ist wieder dran, auch mit dem Zeichnen. Ich schaue mal, ob wir gleich nochmal erklären bekommen. Wahrscheinlich erstmal nicht. 1, 2, 3, doch mit einer 4. Da ist das jetzt auch nicht so besonders. Das bekommen wir halt die gleiche Karte. Nur halt jetzt zum Beispiel hier mit dem Erklären, zum Beispiel Schluckimpfung. Da darf man halt die Wörter schlucken nicht benutzen, Impfung nicht und die Stammeswörter halt auch nicht. Wenn da Kochtopf steht, darf man halt auch nicht Kochen verwenden. Und das ist natürlich logisch. Und dann könnte man, sind wir jetzt hier mit der Nestwärme dran, ja, die Uhr klingelt schon, könnten das hier zeichnen und wären dann auch fertig. Welches Team hat die Aufgabe Nestwärme erledigt? Okay, das war wohl das öffentliche Zeichnen. Sagen wir mal einfach mal hier, das war jetzt das blaue Team. Dann bekommt halt das blaue Team die Punkte. Und so können wir halt weiterspielen, bis wir im Ziel sind. Ich denke mal, das Spielprinzip sollte klar sein. Mit der neuen Remote-App ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden als vorher. Auch die iPad-App wurde überarbeitet, ein neues Layout, alles ein bisschen frischer und ordentlicher. Natürlich alles fürs Retina-Display optimiert. Im Moment kostet die iPad-Version 1,59. Sie gab es auch schon öfters mal für 79 Cent. Muss man halt sehen, ob man da vielleicht noch wartet oder sich einen Preisalarm setzt. Die Remote-App ist natürlich kostenlos.